and peep the technique. Was geht ab, Leute? Pascal Su Bodybuilding in the building. Und willkommen im neuen Video. Und wir schauen uns heute mal das posierte Kniebeugen an. In meinem Programm Progress ist es in den meisten Templates eine vorausgewählte Übung, da ich sie für so effektiv halte für Powerlifter und Kraftsportler, die das Kniebeugen nutzen wollen. Also bevor wir uns jetzt mal die Technik anschauen, sollten wir uns anschauen, warum wir sie denn überhaupt machen wollen. Also wenn du Powerlifter bist oder eben an Kraft im Kniebeugen interessiert, dann kannst du das pausierte Beugen nutzen, um deine Technik auszuarbeiten. Die sind dafür super, denn sie sind sehr spezifisch. Also ich möchte zum Beispiel in meiner Low-Bar-Kniebeuge besser werden und nutze dafür Low-Bar-pausierte Kniebeugen. Denn es ist ja im Grunde eine identische Kniebeugebewegung zu meiner regulären Beuge, nur eben mit einer Pause am untersten Punkt. Das Stichwort ist hier Spezifität. Wir möchten Variationen machen, die möglichst ähnlich sind zu unserer Fokusübung. Wenn du also pausiert beugst, dann mach es genauso, wie du auch regulär beugen würdest. Nutze dieselbe Standweite und auch die gleiche Ablage der Stange auf deinem Rücken. Ich würde es nicht empfehlen, an Tag 1 deines Trainingsplans Low-Bar-Squats zu machen und dann an Tag 2 High-Bar-pausierte Squats als Ergänzung, weil es nichts ergänzt. Es sind dann zwei verschiedene Übungen, was man ja prinzipiell machen kann, aber dann wirst du eben weniger von der Spezifität profitieren. Da musst du dir also vorher einmal mit deiner Zielsetzung klar werden, wo du hin möchtest mit der Reise. Punkt 1. Mach deine exakte Wettkampfkniebeuge, nur eben pausiert. Kommen wir nun zu den technischen Details. Also offensichtlich möchtest du nicht im Loch, so nennen wir mal den untersten Punkt, einsinken und instabil werden. Könnte man. Das bedeutet, du möchtest so stabil du kannst im untersten Punkt sitzen. Achte auch hier darauf, dass du nicht mehr nach vorne gelehnt bist als im normalen Squat. Du willst auch nicht zu aufrecht sein für deinen normalen Squat im untersten Punkt. Denn das wird den Übertrag auf deine Wettkampfbeuge schlichtweg reduzieren. Du möchtest tatsächlich genauso beugen wie auch in deiner Wettkampfbeuge. Also man sieht es recht oft, dass Leute in einer pausierten Beuge wesentlich aufrechter sind. Und da bin ich auch schuldig. Also wenn man sich zum Beispiel dieses Video hier anschaut, wird deutlich, dass ich ein bisschen aufrechter sitze, als ich es in meiner Wettkampfbeuge tue. Wie gesagt, wenn du dir da unsicher bist, dann filme deine Kniebeuge von der Seite und überprüf deine Technik. Ich habe natürlich den Vorteil als YouTuber, ich mache das ungefähr von jedem Satz. Das kann natürlich nicht jeder bei sich zu Hause auch so nachmachen im Gym, aber es hilft. Punkt 2. Extrem langsames Heruntergehen. Du möchtest identisch heruntergehen, wie du es auch in deiner Wettkampfkniebeuge machen würdest. Also es gibt ja Tempo-Kniebeugen. Die erzwingen dann eine extrem langsame Abwärtsbewegung, zum Beispiel 3-1-0 mit einer 3-sekündigen Abwärtsbewegung, eine Sekunde Pause und wieder hoch. Allerdings ist das im pausierten Kniebeugen an sich nicht so sinnvoll. Wenn du extrem langsam runtergehst, und da sehe ich mich auch wieder als schuldig an, also das sind ja alles auch so Fehler, die ich bei mir selber festgestellt habe, dann ist es schlichtweg also angenehmer, vorsichtig bis nach unten zu kommen und den Barpath besser kontrollieren zu können. Wenn du aber so langsam heruntergehst, manipulierst du eben auch wieder den Übertrag auf deine Wettkampfbeuge. Also schau wirklich, deine Wettkampfbeuge auszuführen, genauso schnell runterzugehen, wie du es auch im Wettkampf machen würdest und eben unten dann pausieren. Dies hilft auch mit der Atmung, denn du holst oben tief Luft und du willst dann erst wieder atmen, wenn du wieder oben angekommen bist. Das wird leichter, wenn du nicht übertrieben langsam heruntergehst. Also es gibt natürlich auch eine Variation von pausierten Kniebeugen, in der du unten atmen sollst. Breathing Pause Squats. Über die reden wir hier jetzt aber nicht. Wenn du also generell Probleme mit der Rumpfspannung und Stabilität im Loch hast und 9,9 von 10 Leuten, die ich so im täglichen Coaching sehe, die haben das, dann schau, dass du im Pause Squat nicht nach unten gehst und dann ausatmest, da es so lang dauert, sondern geh runter, pausier, komm wieder hoch in einem Atemzug. Punkt 3. Stabilität im Loch. Du möchtest felsenfest, als wäre die Zeit angehalten und du eingefroren, im Loch sitzen. Also kein Wippen nach oben und unten, kein Wippen nach links und rechts und auch kein doppelter Bounce.
auf dem Weg nach oben. Kontrolliere dich hier auch durch Videoaufnahmen. Wie gesagt, ich weiß, dass es nicht jeder machen kann, aber ich kann es nur noch mal betonen, wie wichtig es ist, dich hin und wieder mal zu filmen, denn wenn du, besonders wenn du alleine trainierst, hast du kein Feedback über dich selbst, außer dich selbst und vielleicht den Spiegel, aber den Spiegel wollen wir auch nicht unbedingt schauen. Und entsprechend musst du auf dich vertrauen und die Menschen können nichts besser, als sich selbst zu belügen. Wie lange du die Pause hältst, ist natürlich von der Vorgabe abhängig. Die meisten halten eine Pause mit 1 bis 2 Sekunden. Mir ist das jetzt erstmal egal, wie lange, nur dass du es konstant hältst. Und dabei eben auch maximale Stabilität. Die Pause soll also immer gleich lang sein. Hier hilft es auch, ein paar Mal den Trainingspartner als Anzähler zu rekrutieren. Also wie gesagt, vertrau dir da nicht blind selbst. Der Mensch ist ein Meister darin, sich selbst zu belügen, besonders in so einer unangenehmen Situation, wie wenn du, keine Ahnung, 200 Kilo auf deinen Rücken hast und gerade unten sitzt, ohne dich zu bewegen und das jetzt aus diesem toten Punkt wieder mobilisieren musst. Also es ist hier einfach besonders wichtig, sich nicht selbst zu belügen. Leider sehe ich das sehr oft mit Anfängern, bei denen der Progress dann auch irgendwann erstmal ausbleibt. Es sind oftmals genau diese Fehler, der Sportler geht zu langsam runter, fängt im Kopf schon an zu zählen, obwohl er noch gar nicht im Loch sitzt, sondern noch in einer Abwärtsbewegung ist, die einfach nur so langsam ist, dass er das Gefühl hat, schon zu sitzen. Und wenn man sich das dann, wie gesagt, im Video anschaut, ich mache da im Coaching zum Beispiel gerne mal Videos von den Athleten, um denen das dann mal zu zeigen, wie das tatsächlich aussah. Dann wird das meistens ganz schnell klar. Also macht er auch mal ein Video von dir. Sonst machst du eben nachher nur eine extrem langsame Kniebeuge und keine pausierte Kniebeuge. Wenn du diese Punkte beachtest, wird es auch nicht mehr so stark dazu kommen, dass du deine Hüfte zuerst nach oben wirfst, aus dem Loch, was dann ja auch oft dazu führt, dass die Stange im Nacken hochrollt und du dann da richtig scheiße dastehst. So wie ich jetzt hier, das macht Spaß. Denn wenn du wirklich fest pausierst, dann schaffst du es gar nicht, deine Hüfte zuerst nach oben zu schleudern. Das passiert ja meistens, weil man mit einem Bounce den unteren Bereich überwinden möchte, den unvorteilhaften Hebel auf die Knie, mit dem starken Rücken dann. Und das schaffst du halt gar nicht, wenn du wirklich fest pausierst und kein Double Bounce zulässt. Also, wenn du das alles beachtest, ist die pausierte Kniebeuge einfach eine super effektive Variation. Aber eben nur, wenn du dich nicht selbst betrügst und dir eine schlampige Ausführung durchgehen lässt, denn dann kannst du es dir auch sparen. Das soll es mit dem Video gewesen sein. Wenn du nach einem Trainingsprogramm suchst, welches das pausierte Kniebeugen in einen effektiven Rahmen steckt, dann schau mal auf meiner Website www.kilofuerkilo.de vorbei und schau dir das Progress-Programm an. Wir sehen uns im nächsten Video. Passt dazu, checking out. Peace, bro. Drop the mic. I be grindin', scrapin', and rental ridin'. I act broke, you act rich, we both lyin'. I be grindin', scrapin', and rental ridin'. I act broke, you act rich, we both lyin'.